Fortschrittsbericht, da möchte ich mich erstmal bedanken bei Frau Nicole Triss für die Präsentation. Und Sie haben auch viele wichtige Punkte angesprochen. Es ist ja immer so, wenn wir alle 3 Monate hier den Fortschrittsbericht diskutieren, dass man Entwicklungen sieht, die tatsächlich ein Fortschritt sind. In anderen Bereichen kann man da Fragezeichen dran setzen. Und ich will auch die Punkte noch mal betonen, die Sie angesprochen haben, dass es doch seit der letzten Sitzung einige Fortschritte gegeben hat im russisch-ukrainischen in den Beziehungen, zum Beispiel diesen Gefangenenaustausch. Das ist sicherlich sehr positiv, inklusive der 24 sogenannten Seeleute, die ausgetauscht worden sind, der ukrainischen Seeleute. Auch, dass unser Kollege Frank Schwabe jüngst Grosny besuchen konnte, nach vielen Jahren zum ersten Mal, ist sicherlich positiv zu werten. Gleichwohl muss man sagen, dass, und Sie haben den Bericht meines Fraktionskollegen Nicolini heute Morgen gehört, dass natürlich die Absage der Wahlbeobachtungsmission des Europarates in der Ukraine und auch die Nichtteilnahme der ukrainischen Delegation so eigentlich nicht akzeptabel ist. Und ich will das mal sagen, als deutscher Abgeordneter, der ukrainischen Hintergrund hat, ich glaube, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass gerade die Ukraine und auch die Länder, die sozusagen auch zwischen Russland und den EU-Staaten liegen, am meisten am Ende profitieren würden, wenn es zu einer Verbesserung der Beziehungen kommt. Lassen Sie mich noch kurz ansprechen, einige Punkte, die noch nicht erwähnt worden sind und die besorgniserregend sind. Ich rede von der Absetzung der gerade im Frühjahr gewählten Bürgermeister in einigen Großstädten in der Türkei, in Diyarbakir, in Mardin und in Van, und die Ersetzung durch Gouverneure und auch der kontinuierliche Missbrauch von Interpol im Rahmen von politischer Verfolgung durch verschiedene Staaten, aber auch durch die Türkei, und hier insbesondere den Fall Ismet Kilic, ein Deutscher, der gegenwärtig in slowenischer Auslieferung haft ist. Und das wäre die erste Auslieferung mit politischem Hintergrund auf Grundlage des europäischen Auslieferungsabkommens. Ich finde, das sollte nicht sein. Und lassen Sie mich zum Schluss auch noch erwähnen, dass nach wie vor 3 gewählte spanische Abgeordnete nicht beim Europaparlament teilnehmen können, weil ihnen vorgeworfen wird, in der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung zu sein. Ich finde, gewählte Abgeordnete sollten in den Parlamenten arbeiten und nicht im Gefängnis sitzen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.